Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Tell Me Why. Hier vor unserem alten Haus, Familienhaus, wo schlimme Dinge passiert und mehr oder minder erfolgreich verdrängt worden sind. Hast du vor deiner Abreise aus Fireweed was geraucht? Die Tür ist gleich da. Ja, aber... Hast du vor deiner Abreise aus Fireweed was geraucht? Dann die Tür ist gleich da. Gehen wir halt durch die Tür. Verschlossen. Naja, gut, dass ich daran gedacht habe. Warum sollte ich dann vorgehen? Ist das der richtige Schlüssel? Klar. Vielleicht hat jemand das Schloss ausgewechselt. Wer würde sowas denn machen? Keine Ahnung. Wir sind aufgeschmissen. Der Stiefpapa? Gibt's einen Plan B? Ja, Fenster? Wir kommen anders rein. Keine verschlossene Tür kann die listigen Kobolde aufhalten. Ja, wir kannten doch Millionen Wege rein und raus. Einer davon muss funktionieren. Ich meine... Ich könnte ein Fenster einschlagen. Sowas tun zivilisierte Leute nicht, das ist dir bewusst. Ach, wir sind also zivilisiert? Na, vielleicht nicht. Aber wir wollen das Haus hier verkaufen. Da helfen kaputte Fenster und die listigen Kobolde. An die habe ich ewig nicht mehr gedacht. Oder sollte ich sagen, an uns? Wir waren fast öfter Kobolde, als dass wir Kinder waren. Oh, erinnerst du dich an all die anderen Wesen? Die Mondhexe, den Eiskönig, den alten Bären? An die meisten schon, ja. Aber nicht mehr so genau. Hey, weißt du, wo das Buch mit all den Geschichten ist? Nein, keine Ahnung. Aber beim Aufräumen finden wir es sicher wieder. Komm nur her. Bleib doch nicht da stehen. Okay. Wir haben uns in der letzten Folge gar nicht hier die Terrasse angeguckt. Da sind wir straight dran vorbeigelaufen. Wenigstens brauchen wir die jetzt nicht. Zum Glück. Weißt du noch der Schneesturm von 2004? Marianne ließ uns schaufeln. Stundenlang. Sie hatte es zu einem Spiel gemacht. Sie wollte nicht um Hilfe... Immerhin hat sie ein Spiel daraus gemacht. Stimmt. Die Tunnel, um dem Eistroll zu entkommen. Eines ist sicher. Sie konnte uns zu allem bewegen, wenn sie eine Koboldgeschichte draus machte. Damit bist du festgefroren, oder? Na gut. Dann halt nicht. Da. Die fängt schon an zu gähnen. Zumindest scheint sich hier niemand eingenistet zu haben. Da ist noch eine Tür. Wir gucken aber erstmal hier. Bringt nichts. Das kann ich auch nicht öffnen. Macht nichts. Wir finden einen anderen Weg rein. Eventuell die Hintertür. Oder da oben, das kleine Fenster. Hallo? Klopf, klopf. Sesam, öffne dich. Lass mich raten. Abgeschlossen. Ja. Palim, palim. Kennst du noch andere Passwörter? Honigtau? Nö. Honigtau? Ist das eine Anspielung auf irgendwas? Irgendwelche Vorschläge, wie wir jetzt reinkommen? Wir haben als Kinder immer unter dem Haus gespielt. Ja, und all unsere Koboldschätze dort versteckt. Es gab eine Luke, oder? Die zur Wäschekammer führte? Na klar. Ich hoffe, die ist nicht zu klein. Ich bin ja keine Elf mehr. Weißt du noch, wie wütend sie war, wenn wir nicht den Kompost benutzt haben? Und sie wusste genau, wann wir gelogen haben. Verschwende nichts oder sag dem Planeten leb wohl. Ja gut, das ist aber ein recht oberflächlicher Kompost. Wie viel Platz da drunter noch ist. Okay. Dann. Was hast du gefunden? Unseren versteckten Schatz. Echt jetzt? Warum haben wir ihn da versteckt? Koboldgeheimnisse sind absolut sicher. Ja, lass doch mal reingehen. Hallo? Oh.
Schau hier. Brauchst du Hilfe? Nein, es geht schon. Okay. Wenn wir das Brett aus dem Weg schaffen, kann ich mich vielleicht durchquetschen. Wir brauchen also was, um es aufzustemmen. Es ist festgeschraubt. Ich brauche einen Schraubenzieher. Oder ich glaube, in der Brecheisen. Hütte war einer. Sehen wir nach. Mal gut, dass wir uns vorher schon mal so ein bisschen umgesehen haben. Dann wissen wir wenigstens, wo wir hin müssen. Funktioniert hier zufälligerweise ein Schlüssel? Es ist fest verschlossen. Allison, Schlüssel. Mach mal auf. Okay. Hier sollte irgendwas Brauchbares sein. Ja, ein Schraubendreher. Mary Ann hat wohl doch was Brauchbares hinterlassen. Ja. Wir müssen jetzt allerdings noch reinkommen. Ohne kaputte Fenster. Mal sehen. Was ist das? Spürst du das? Gedrückt halten, um dich auf dein Band zu fokussieren. Was ist das denn? Die geteilte Erinnerung mit Hilfe des Sensors ausfindig machen. Und kommt da erst wieder raus, wenn das Zimmer picobello ist. Oh. Jetzt kriege ich schon zum millionsten Mal Ärger und das nur wegen dir. Du und deine große Klappe. Du hast doch dasselbe gedacht. Du warst nur zu feige, was zu sagen. Was wird das auch bringen? Sie hört uns doch sowieso nie richtig zu. Ich schreie es ihr lieber in ihr blödes Gesicht, als stumm wie ein Fisch zu sein. Mist, Schlüssel vergessen. Wir müssen ihn zurücklegen. Vielleicht verstecken wir ihn irgendwo. Nur so, aus Spaß. Die Kobolde sollen der Prinzessin helfen. Keine Streiche spielen. Was soll's? Du bist langweilig. Ich will nur nicht, dass es ihr noch schlechter geht. Wow. Ist das eben echt passiert? Weiß nicht. Ich hab's auch gesehen. So fühlte es sich an, als wir unsere Gedanken teilten. Mit unserer Stimme. Ja, stimmt. Aber das waren wir vor 10 Jahren, oder? Ich kann mich kaum daran erinnern. Glaub schon. Und, das ist neu, oder? Ja. Wir teilten Gedanken und Gefühle, aber Erinnerungen konnten wir noch nie abspielen. Wie kommt es dazu? Und wieso die Erinnerung? Ich weiß nicht. Das ist gruselig. Komisch. Aber die Stimme war immer gut. Das vielleicht auch. Ich spüre wieder etwas. Bei der Scheune. Ja, ich mich auch. Du dich auch. Ich spüre etwas bei der Scheune. Ja, ich mich auch. Oh, Beeilung! Gehen wir zum stummen Frosch. Ich komme. Was? Hör auf zu schmollen. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Okay, dann willst du wohl nicht sehen, was in der Schatzkammer versteckt ist. Was? Oh, doch, das will ich. Jetzt wissen wir, wo wir suchen müssen. Wir müssen uns nur daran erinnern, welcher der stumme Frosch ist. Garantiert nicht der mit den Händen vor den... Wer von euch versteckt den Schlüssel, Vor dem Mund. Hallo? Verdammt, wo ist der Schlüssel? Wirklich? Spaß. Oh, komm schon. Okay, sorry. Danke, dass du nichts verraten hast, Kumpel. Unfassbar, dass sie noch hier sind. Ja. Achso, ja, das kennen wir schon. Verstecken wir sie, damit sie möglichen Käufern keine Angst einjagen. Eine sehr interessante Entwicklung hier. Mit den Erinnerungen. Na, Hauptsache hier liegt halt ein gefalteter Papierflieger rum. Konserven, Lichter. Hallo? Nee. Wo kommt die Kiste her? Sieht brandneu aus. Von mir ist sie nicht. War
War vor kurzem jemand hier? Heute ist euer Glückstag, Vögelchen. Vogelfutter. Böps. Böps, böp, 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 böps. Hab ihn. All die Mühe für einen Schraubenzieher? Hast du eine bessere Idee, wie wir reinkommen? Wieso? Also jetzt mal. Hallo? Mega, mega gut und so. Jetzt erstmal Vögelchen füttern. Piep, 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 piep. Okay, oder krak, krak, krak. Die Vögel gehören belohnt für all die Jahre als Hauswächter. Danke für euren Einsatz, kleine Freunde. Vögelchen, komm. Na? Marianne verwöhnte die Vögel immer. Sie konnte besser mit Tieren als mit Menschen. Das kann ich nachvollziehen. Müssen wir ein bisschen weiter weg sein? Damit die Vögelchen da hinkommen? Hallo. Hallo. Ich dachte, da kommen jetzt voll die süßen Vögelchen. Nee. Na gut. Aber, dass wir das da nachgefüllt haben, hat wahrscheinlich noch, hoffe ich, irgendeine Auswirkung. Denn es... Sonst... Einfach so. Ne? Junge, du hast es gerade... Sicher, dass du da rein willst? Das war unser erstes Versteck, weißt du noch? Wer weiß, was jetzt da unten lebt. Alles okay da unten? Tyler? Oh, das ist nicht lustig! Of course. Warum muss ich dann lachen? Okay, schön. Aber du bist ein Idiot. Das haben wir auf der Fähre schon festgestellt. Diesmal gehe ich wirklich rein. Okay, wir sehen uns gleich bei der Eingangstür. Aber... Okay, hier hinter der Ecke hat er sich versteckt, aber dass sie das dann nicht gesehen hat, also... Naja, egal. Wir schauen uns dann mal so ein bisschen unterm Haus um. Ich finde das ja... Also allgemein die Bauweise von den Häusern schön und gut, aber da ist nichts an Isolierung oder sowas. Das ist einfach das reine Holz. Da kann ich sogar durch den Fußboden durchgucken. Die müssen ja Heizkosten des Todes haben. Alles okay? Was ist passiert? Ich habe mir blöd den Kopf gestoßen. Warte. Wo bist du? Hi. Ich bin draußen. Aber ich höre dich in meinem Kopf. Die Stimme ist zurück. Heilige Scheiße. Du, weißt nicht zufällig, wie man zur Luke kommt? Ich glaube schon. Wir finden es zusammen heraus. Ich meine, so cool das auch zu sein scheint. Ich bin ganz froh, dass meine Schwester nicht in meinen Kopf reingucken kann. Und ich möchte auch nicht in ihren Kopf. Drachen, voraus. Nach links, glaube ich. Also, ich möchte niemanden seinen Kopf reingucken oder die Gedanken mithören. Also, nach links, glaubt sie. Dann gucken wir einmal nach rechts. Du hattest recht, hier ist nichts. Natürlich. Ja, aber... Schau mal hier. Was auch immer das ist. Ein Sammlerstück. Ich hatte Gold geholt. Nicht mal im Traum. Was ist denn das? Olympischer Wettkampf in Delos Crossing. Steine hüpfen. Allison...
4, Olli 3. Okay. Alles klar. Hier scheint anscheinend wohl irgendwie ein Generator oder sowas. Oder die Wärme, was auch immer zu sein. Aber wir gucken einmal kurz das Sammlerstück an. Der wilde Jäger. Der wilde Jäger ist grausam und unbarmherzig. Wenn er die Jagd eröffnet, ist niemand mehr sicher. Er jagt seine Beute bis ans Ende der Welt, wenn nötig. Niemand kann seinen stechenden Augen entkommen. Vertrauenserweckend. Ich würde das gerne so ein bisschen drehen, aber das geht leider nicht. Noch ein bisschen genauer inspizieren. Dann nach den Kobolden wieder, Lex. Was steht da? We are the... Irgendwas Goblins? Yes, we are. Mit T davor. Okay, wenn die sagt wieder links, dann gehen wir nach rechts. Nö, es war rechts. Mein Fehler. Dann gehen wir nach links. Nanu? Wow, hätte echt nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Es ist lange her, Kumpel. Okay. Kann man da irgendwas erkennen? Oder warum... Warum kann ich das drehen? Naja. Nimm ihn doch mit. Warum lässt du den denn jetzt hier liegen? Einmal durch die Waschmaschine und fertig. Treasure, irgendwas. Schatz. Du hattest recht. Natürlich. Ein Kobold vergisst nie, wo seine Schätze liegen. Nicht einmal in 1000 Jahren. Pink. Es musste immer pink sein. Marianne nahm uns wegen der Teller ständig in die Mangel. Aber ein Kobold bewahrt seine Schätze. Unser alter Drachen. Tch, aber die Flügel wurden wohl gestutzt. Ruhe in Frieden, tapferer Vogel. Cool. Coole Bemalung. Und dann noch ein Bär. Am Schatz vorbei. Geradeaus. Also, ich war beinahe davon überzeugt, dass unsere Stimme eine weitere Kindheitsfantasie war. Ich auch. Aber wir sind wirklich verbunden. Beware. Was? Vorsicht vor dem wilden Jäger. Der wilde Jäger. Warum macht mir sein Name immer noch Angst? Er entsprang Mariannes Feder. Die gruseligen Wesen kamen von ihr. Also ich vermute mal, hier ist die Luke, ich vermute mal, dass zum einen Marianne wahrscheinlich die Mutter wurde wahrscheinlich auch irgendwo schon erklärt und ich habe es mal wieder nicht mitbekommen. Und sie nennen sie beim Vornamen, weil halt die Erinnerung oder die Beziehung zu der Person einfach nicht die beste ist. Kann ja alles sein. Wollte ich noch irgendwas? Ich vermute mal, dass die Marianne in irgendeiner Art und Weise auch eine psychische Krankheit oder so hatte oder bekommen hat. Wenn sowas aus ihrer Feder entsprungen ist. Oh, ich bin so gespannt, ne? Ich bin so gespannt, was noch in diesem Spiel auf uns wartet, wo die Geschichte hingeht.
Komme. Alles okay? Ich überleb's. Schön, deine Stimme zu hören. Ja, ebenso. Also, kommst du rein oder nicht? Ich arbeite dran. Tja, da wären wir. Da wären wir. Ich will gar nicht wissen, wie schwer sowas sein muss. Also, wo fangen wir an? Wir entscheiden, was wir behalten, was weg kann und sehen, was wir noch so in diesem Haus finden. Wow, es wirkt so irreal. Natürlich. Kein Licht, kein Strom. Natürlich. Maschinenreparatur. Sam Carr, Robert im Winter in Texas. Brooks zu teuer. Tessa? Okay, mal sehen. Regal kaputt, Krug kaputt und die Waschmaschine. Kaputt. Der Trockner hat eh nie funktioniert. Klasse. Wäsche aufhängen habe ich gehasst. Hab wochenlang dieselben Sachen getragen und mich so davor gedrückt. In der Gefriertruhe, Heizung, Konserven, halt so ein klassischer Abstellraum. Ich glaube, derselbe Staubsauger, den wir auch in unserer Unterkunft hier in dieser Dingens da gehabt haben. Guten Tag. Hallo? 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 Weg, weg. Aber alles sehr rustikal, altbacken eingerichtet. Die gruseligen Masken müssen weg, um mögliche Käufer nicht zu verschrecken. Oh, du willst also niemanden mit diesen Masken erschrecken? Hey. Ich habe die Maske nur aufgesetzt und Krieger gespielt. Du hattest immer wahnsinnige Angst davor. Aha. Nicht, dass ich sie sehr lang tragen durfte. Interessante Fotos. Zeigen vielleicht nicht unbedingt die Wahrheit, so wie es im Moment den Anschein macht, mit Friede, Freude, Eierkuchen. Ha, das Bad riecht immer noch nach Marianne. Einmal richtig putzen, dann ist das auch erledigt. Weißt du noch, jeder von uns wollte immer am größten sein. Als ob wir darauf irgendeinen Einfluss gehabt hätten. Und am Ende war es ein Unentschieden. Ja, und das ganze Dehnen hat mir überhaupt nichts gebracht. Gar nicht mal so übel, Ronan. Was machen wir mit all ihrem Schmuck? Tja, ich werde ihn bestimmt nicht tragen. Dann also Spendenkiste. Wow. Ich hatte ihre komischen Hausmittelchen ganz vergessen. Und wie sie sie immer an uns ausprobierte. Wie an Laborratten. Klasse. Handgemacht. Nach 10 Jahren noch heil. Wahnsinn. Das könnte man vom ganzen Haus behaupten. Sonst irgendwas? Nein? Okay. Interessante Flakons. Die Dusche können wir uns nicht angucken. Toilette nicht benutzen. Fenster. Hello. Da liegt doch noch ein Notizzettel, oder nicht? Dann halt nicht. Oh, hallo. Ich wollte dieses Kleid im Garten vergraben, aber Marianne hat mich erwischt. Es war ein hübsches Kleid. Naja, wir wissen ja beide, hübsch war nie mein Ding. Ich würde gerne die Fotos genauer ansehen. Ähm,
dieses Zimmer gucken wir uns als letztes, glaube ich, mal an. Das sieht nämlich irgendwie so special aus. Was haben wir hier? Außer einen sehr interessanten Aschenbecher, so wie es aussieht. Hallo Mom, es tut uns leid, dass die Vase kaputt ist. Wir wussten nicht, dass du sie so mochtest. Wir müssen besser aufpassen und nicht im Fensterzimmer spielen. Fensterzimmer? We didn't know you loved it so much. We need to be careful and do. Es ist bestimmt noch da. Ich sollte in unser Zimmer nachsehen. Aha. Noch nie diese Bezeichnung für ein Zimmer gehört. Nächstes Mal versuchen wir vernünftiger zu sein. Bitte sei nicht mehr böse auf uns. Es tut uns auch leid. Wir sollten vorsichtiger sein. Ich bin sehr traurig, dass wir dich zum Weinen gebracht haben. Wir sollten lieber draußen spielen. Ich werde Olli bitten, nicht immer so wild zu sein. Wir machen es nie wieder. Es tut uns leid. Was liest du da? Entschuldigungsbrief. Ein Brief von uns. Als Entschuldigung für die kaputte Vase, weißt du noch? Langeweile als Belehrung. Eine tolle Strategie. Sie hat gespart, wo sie nur konnte. Coupons? Das ist aber allgemein so ein Ding, gerade in Amerika. Da sammeln sich die Leute ja alle möglichen Coupons zusammen und machen dann einmal im Jahr irgendwie so einen Riesengroßeinkauf und kaufen einfach die kompletten Regale leer und alte zahlen dafür ab. Die hatten wir von Tessa, oder? Ja, sie dachte, wir wären begabt. Waren wir auch irgendwie? War cool, als ich rüberkam. Stimmt ja, aber nicht wie sie dachte. Ob sie gewusst hat, dass wir uns absprechen? Doch nur aus Spaß. Wir kannten die Antworten eh. Ich finde es seltsam, dass die Stimme von irgendwo kommt. Ein Aquarium. An die erinnere ich mich nicht. Wahrscheinlich eins von Mary Anns unfertigen Meisterwerken. Es gibt zwei Stück. Vielleicht standen sie für uns. Für Mary Ann gab das vermutlich sogar irgendwie Sinn. Oder Adoptivmutter? Nee. Ach, keine Ahnung. In meinem Kopf schwirren gerade irgendwelche Kombinationen rum, aber das macht alles überhaupt keinen Sinn. Nee. Wow. Ganz schön peinlich. Wir waren echt keine Da Vincis. Sie hob jedes einzelne Bild von uns auf. Vielleicht hebe ich ein paar davon auf. Sie hat so viele Fotos gemacht. Ja. Als müsse sie jede Sekunde unseres Lebens festhalten. Halte ein paar davon, wenn du willst. Nein, danke. Ich meine, ich mag die Fotos von uns. Aber ich kann einfach nicht vergessen, dass sie hinter der Kamera stand. Das mit den Fotos hat sie ja so ein bisschen übernommen, ne? Wenn man die Fotos... Ja, okay, stell dich halt einfach wieder dahin. Mal wieder in Erinnerung ruft, die sie bei sich im Zimmer hatte. Auch so viele mit Polaroid und all sowas und aufgehangen. Ich meine... Sie wollte den Planeten schon retten, bevor es durch Al Gore cool wurde. Hat Al Gore je etwas Cooles getan? Nee. Mit einer Sache hatte sie wohl recht. Aber man kann niemandem vorwerfen, nicht auf die verrückte Mary Ann Ronan gehört zu haben.
Okay, hier haben wir dieses Blitzeln. Ein Mob. Von Erinnerung. Aber ich wusste gar nicht, dass ich den Geruch von Feuerholz so vermisst habe. Ich vermisse die kalten Winternächte in Kuscheldecken und mit einem großen heißen Kakao. Ja, Marianne war meistens so müde, dass sie auf der Couch einschlief. Ah, deswegen war es so schön. Keine Marianne. Da waren wir ausnahmsweise leise. Wir wussten, dass sie den Schlaf braucht. Es war besser, wenn sie mal schlief. ...2005. Natürlich. Das Fenster reparieren. Hey, hier hat sie Herzchen gezeichnet. Oh. Was? 7. März. Oh. Hey, da fällt mir ein. Ich schulde dir 10 Geburtstagsgeschenke. Das können wir wohl aufschieben. Wirklich? Hey, mein größtes Geschenk ist, dich zurückzuhaben. Oh. Ich dachte, nach all der Zeit sei ich besser auf dieses Chaos vorbereitet. Die letzten Monate sind fast leer. Nur ein paar Termine, die meisten abgesagt. Und was für Termine? Friseurtermine, vielleicht? Oh ja, das hat sie für eine Weile gemacht. Sarah, 16 Uhr abgesagt. Mrs. Doyle, 11 Uhr abgesagt. Rosa, 15 Uhr. Helen, 17 Uhr abgesagt. Hm. Für was? Aber gerade wegen der Schwierigkeit, ich glaube, auf sowas kann man sich auch einfach nicht vorbereiten. Was ich mich gerade frage, es wird dieser Kalender, der wird ja in der Mitte von dem Nagel aufgehangen. Wie halten die oberen Blätter? Okay. Ja. Wir haben dich lieb, Mom. Ich euch auch, aber bitte nicht hier reinschreiben. Sag ich ja. Mutti. Also, und wieder nach oben. Pling. Ich dachte, nach all der Zeit sei ich besser auf dieses Chaos vorbereitet. Man kann sich auf sowas nicht vorbereiten, glaube ich. Ich finde es auch schön, dass hier noch eine Schneeschaufel steht, wo draußen ja schon zwei sind. Also, na gut, die waren aber auch zu dritt, ne? Oder zu viert? Haben wir schon erfahren, was mit dem Vater passiert ist? Ach, ich habe keine Ahnung. Wuffis! Wir hatten nie Zeit, die Sammlung zu vollenden. Das ist aus einem der Preisautomaten vom Wecki-Laden, stimmt's? Ja. Man schob eine Münze auf dem kleinen Tablett hinein und voila, ein Sticker kam raus. Nut Mint Flex. Bad Fischer. Okay. Mountains as Sunny und dann irgendwas anderes. Alaska. Ich dachte, wir gucken jetzt einmal in den Kühlschrank rein. Einmal die ganzen verdorbenen Lebensmittel begutachten, aber gut, dann halt nicht. Was wollte sie mit all den Einmachgläsern? Sachen einmachen. Selbstgemachte Marmelade immer gegen neue Sachen ein. Sie hat alles getan, um über die Runden zu kommen. Naja, nicht alles. Hm. Beste Mom. Meinst du, wir haben das ernst gemeint oder wollten wir sie nur glücklich machen? So oder so stimmte es nicht. Bitte was? Gesponsert von den örtlichen Kobolden. Ach so. Ach, es ist schon süß, ne? Also, kann man nicht anders sagen. Auch wenn die dann vielleicht doch nicht das beste Verhältnis zueinander hatten. Es ist schon süß. Diese Schublade, die es in jedem Haushalt gibt, wo man einfach irgendwelchen Strunz reinpackt. Er ist diese klassische Wenn-Dann-Da-Schublade.
Schnur, Kleber, Gaffer. Damit lässt sich wirklich alles reparieren. Marianne liebte es, Dinge zu reparieren. Nicht, wenn wir sie gepolt. Ja. Ich repariere gern Dinge. Hätte sie nicht nur. Oh. Tja, vielleicht hätte sie mal lieber ihren eigenen Kopf reparieren sollen. Kannst du dir Marianne beim Therapeuten vorstellen? Nein. Aber apropos. Therapie ist teuer. Mir geht's gut. Ich bin mir nicht immer sicher, wie man denn die Gespräche gestalten soll. Macht man das eher so in Richtung Verdrängung? Oder eher in Richtung Sachen ansprechen, Probleme ansprechen oder sonstiges? Schwierig. Naja, wir gucken jetzt nochmal, auch wenn die Folge schon wieder viel zu lang ist. Marians Zimmer. Gehen wir erst rein, wenn es unbedingt notwendig ist. Aber hallo. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns dann mal im oberen Stockwerk ein wenig genauer um. Und wie auch überall Werkzeug und Klebeband und alles rumliegt. ja. Und dann schauen wir mal, was wir mit diesem Haus noch so anstellen können. Beziehungsweise, wir haben ja auch noch unsere Erinnerungen, die wir uns angucken können. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Das dann aber alles erst in der nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein und bis dann.